Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. So, nach dem letzten Match mit dem Schaman, wo ich mich ja mal wieder ein bisschen besser eingestellt habe, nehme ich mal wieder den Priest. Die Decks habe ich noch nicht überarbeitet von letztem Mal, da ich ja neue Karten bekommen habe, aber gucken, ob ich es überhaupt dann aufnehme oder nicht. Ich glaube eher nicht, weil wir wollen ja hier irgendwie was spielen sehen. Das Tutorial war schon beschissen genug. Braucht man sich jetzt nicht nochmal angucken, wie ich irgendwelche behinderten Decks zusammenstelle, die schlecht sind. Oh shit. Schön, dass ich das nicht aufgenommen habe, als ich mein Schamanendeck zusammengestellt habe. Sehr schön. War ich, aber da hatte ich auch noch keinen Plan, ob ich einen Let's Play davon machen will oder nicht. Jo, Licht wird ein Sieg bringen. Ich bin dabei. Gegen einen Hexenmeister. Na mal gucken. Ich grüße euch. Hallöchen, wo steht denn die Grüße da? Grüße. Na, warum sollten wir dich nicht rufen? Bob. Na, erstmal verschanzen hier für uns beide. Gucken, was der jetzt so macht. 4 Karten, 2 Mana. Hoffe, jetzt hat er noch nicht so irgendein Ding, wo er mich hier gleich... Naja, plus Zauberschaden ist ja auch schon mal unfreundlich. Kann ich mir was Besseres vorstellen. So. Zu den Waffen. Na, das war jetzt ein bisschen dämlich, weil er kann mich jetzt kaputt machen. Scheiße. Na, das... Gott, eigentlich ihn verletzen, oder meinen verletzen, damit ich mich heilen kann und noch eine Karte bekomme. Aber... Ja. Intelligenz. Aber okay, jetzt kann er meine komische Klerikerin den kaputt machen. Gut. Oh, ich kann beide auf. Bob, Bob, Bob. Ich habe mich schon mal ein bisschen verschanzt und kann jetzt vielleicht ein bisschen Druck aufbauen. Aber irgendwie haben schon viele Sportkreaturen habe ich hier auf der Hand. Noch eine. Na dann, wenn's nicht anders geht. So. Sofort. Zu den Waffen. Bup, bup. Nächste Runde dann Schlachtzugsleiter. Also sofern er jetzt nicht meine Sportkreatur kaputt macht. Und danach dann wenn ich so den Schildmeister von Senji. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Erstmal gucken, wie wir auf seinen Zug reagieren müssen. Vielleicht. Falls er dann so was macht. Viele Möglichkeiten. Ja, okay. Dann hat sich das schon mal mit dem Schlachtzugsleiter erledigt. Ja. Sehr schön, eine gute Karte ist von ihm flöten gegangen. Super. Das finde ich nett. Das Dingo. So. Ah ja, komm. Vernichtet ein Angreifer mit 5. Oh, das ist freundlich. Kann ich jetzt zwar im Moment noch nicht ganz so gebrauchen, aber im späteren Verlauf des Spiels finde ich, also ich finde diese Karte generell ziemlich overpowered, muss ich mal sagen. Für 3 Mana ein sehr starkes gegnerisches Vieh kaputt machen ist schon... Extrem. Extrem, extrem. So. Wie machen wir das jetzt? Spielen wir beide mal den Schlachtzugsleiter. Nehmt das.
Oder? Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Bup. 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 Weg ist er. Und jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Kontrolle. Hauptsache, er zieht jetzt nicht irgendwas, womit er jetzt einen Schaden machen kann. Ich weiß gar nicht. Ja, Schattenblitz. Naja, wenn du unbedingt willst, dann macht es. So. 5. Oh, schade. Ich würde ja gerne beide aufrufen, aber dazu habe ich zu wenig Mana. Und mit 6-6 finde ich den irgendwie nicht so. Also mit einer. Mit 6 Angriff und 6 Verteidigung ist jetzt nicht so. Super, oder spiele ich den doch? Der Frostwolf-Clan ist bereit. Und verdoppelt auch noch sein Leben. Sofort. Schnell und Schaden. Jetzt hat er schön viel Leben. Und kann jetzt auch nicht so schnell kaputt gemacht werden, außer ich weiß jetzt nicht, ob der Hexenmeister noch eine gute Zauberkarte auf der Hand hat, womit er mich jetzt ziemlich massakrieren kann. Weiß, dafür kenne ich jetzt den Hexenmeister nicht allzu gut, habe ich nur 4 Spiele oder so mitgemacht. Und Verstohlenheit, bäh. War klar, dass du den kaputt machst oder die kaputt machst. Oh, fügt ein. Dann machen wir. Dann habe ich noch 5 Leben. Bob. Dann hacken wir ihn kaputt und machen so. Schnell und stark zu schaden. Ja, er ist ja auch kaputt, das will ich ja nicht. An ihn kriegt er jetzt auch nicht so schnell kaputt, außer er schlägt ein Bein zu und hat eine Zauberkarte. Was nicht so schön wäre für mich, aber dann hat er immerhin alle Karten verbraten. Das soll eine Waffe sein. Verleiht er ihm Diener plus 2 Angriff in diesem Zug. Na. Naja, was verleiht am Ende? Bro, das ist ja unfreundlich. Was ihr wolle. Schnell und stark zu schaden. Was macht der Kampf? Achso. Stimmt, ja, deswegen hat er ja den konnte er einen da kaputt machen. So. Oh, die Karte ist schon äußerst unfreundlich. Muss ich ja mal sagen. Scheiße. Okay, aber ich hatte so. Und entweder er greift jetzt. Ach scheiße. Nein! Bin ich dämlich? Warum bin ich denn so dämlich? Ah! Na, das war jetzt absolut mein Fail. Ist jemand verletzt? Ich hatte eigentlich gedacht, mit den 2 Schlachtzugsleitern mache ich den kaputt, aber. Da ja einer denn tot ist, hat der andere nicht mehr 3 Angriff, sondern nur noch 2. Na, oh, bin ich dämlich. Oh, shit. Ja. Toll. Na, kann ich mir schon wieder, wie ich nicht. Na. Ein Fehler.
Heilige Nova bräuchte ich. Super, ich kann richtig viel machen. Scheiße. Ja, das hätte mir nicht passieren sollen. Das hätte mir einfach nicht passieren sollen. Das ist scheiße. Jetzt brauche ich unbedingt eine richtige Karte. Also eine Monsterkarte und die Jofat kann. Sonst mache ich in den nächsten paar Runden einen Abgang. Yay! Genau daran hatte ich gedacht, als ich eine Karte haben wollte. No, shit. Hat jetzt auch nur ein bisschen Aufschub gebracht hier für mich. Na, vielleicht können wir jetzt hier ein bisschen Action schieben. Kannst ihn ja gerne angreifen. Hauptsache, du hast einen Sisch auf der Hand, um den kaputt zu machen. Nein! Scheiße! Oh, fuck. Ja. Yay. Jetzt habe ich jetzt wieder nur eine Runde aufgeschoben hier, mein Luz. Außer er hat jetzt noch einen Schattenblitz oder sonst was auf der Hand. Ah, scheiße. Okay, das habe ich auf jeden Fall verloren. Schade. Schade, schade. Es sah so gut aus am Anfang. So, jetzt kannst du mich kaputt machen, Kleiner. Oh, und nicht schlechtes Deck. Muss ich mal sagen, der Wichtel... Der war schon, also finde ich schon generell eine relativ gute Karte, muss ich ja mal sagen. Beschwörungsportal, also auf jeden Fall. Hexmeister hat ein paar coole Karten. Also das Beschwörungsportal ist auch, glaube ich, Hexmeister only. Gedankenschlag, den hätte ich, oder noch eine Heilige Nova wäre ganz gut gewesen. Vor allen Dingen am Anfang, als es losging hier mit diesem Dreck. Ich hätte mir mal meine aufheben sollen, nicht da sinnlos, naja. Gut. Jetzt wisst ihr schon mal, wann ihr nicht eine Heilige Nova spielen solltet. Aber ich würde sagen, haut da rein. Bis denn. Bis zum nächsten Mal bei Hearthstone. Tschüss.